Rolling Stones. Willkommen in Narosa. Gerade ist ein weiterer Zug mit einigen beladenen FAC-Wagen eingetroffen. Sie sind für einen Rangierdienst eingeteilt, bei dem Sie diese Wagen zum Schüttgut-Terminal bringen sollen. Von dort aus entladen Sie sie und bringen sie zurück nach Arosa. Anschließend stellen Sie die Wagen auf einem Nebengleis ab und rangieren die Holzwagen. Und damit begrüße ich euch mit diesem unvollständigen Satz zur Arosa Bahn, hier ganz weit oben vom Berg aus Arosa. Und zwar von dem Arosa Aggregates DLC, der hat die Rücklichter nicht an. Und was dieses DLC genau ist und was wir jetzt genau hier machen, das dazu gleich. Das da. Das ist aber schlecht, die Textur. Eieiei, Rivet Games. Ah, wobei, okay, ja, es ist besser geworden. Es hat wohl, glaube ich, gerade geladen. Also, wenn man näher rangeht, dann ist das scharf. Aber von hier. Ah, okay, gut. Ja, jetzt ist es auch scharf. Dann habe ich nichts gesagt. Zum angezeigten Ort bewegen. Gehen Sie zur manuellen Weiche. Gut, dann gehen wir jetzt dahin. Genau, also Arosa Aggregates Pack. Das ist ein Gameplay Pack, das ab sofort erhältlich ist. Für, ich glaube, 9,99 €. Und was genau dieses Pack ist, was es macht, für wen es sich lohnt und wer da sein Geld lieber sparen sollte und wer es vielleicht sinnvollerweise dafür ausgeben kann, da werde ich später im Laufe des Videos darauf eingehen. Aber ich würde sagen, jetzt kümmern wir uns erstmal darum, irgendwie abfahrbereit zu werden und danach alles weitere. Einmal hier hin. Einmal die manuelle Weiche umstellen auf rechts. So, und dann müssen wir uns da vorne hinsetzen. Ja, mit diesem Pack, ihr habt es gerade eben schon gesehen, diese FAC-Wagen hier vorne. Die gibt es mit dazu. So wie die GE442, ne, die wir ja schon sowieso kennen. Die ist jetzt nicht neu, aber die gibt es in zwei verschiedenen Repaints. Und zwar einmal hier in diesem Repaint. In dieser Hakone-Tosan Railway-Lackierung. Our partner in Japan since 1979. Direkt mit einem kleinen Fehler, denn das Rot, die rote Farbe hier bei dieser Lok ist falsch. Das müsste ein deutlich stärkerer Orangeton sein. Stattdessen ist es das originale Rot. Also das Repaint ist halt leider. Also es ist schön gemacht hier so an der Seite, ne? Sieht gut aus, sieht scharf aus. Aber die Farbe hier vorne ist einfach falsch. Na, also wenn man sich Bilder davon anguckt, sieht man einen deutlich stichigeren Ton. Naja, so, gehen wir erstmal rein und setzen uns hin. Können vielleicht die Sitzhöhe ein bisschen verstellen. So. Ja, sehr gut. Einmal den Hauptschlüssel ran. Fahrtrichtungsfenster nach vorne. Bremsen lösen und Lokbremse löse ich gleich. Erstmal machen wir uns noch hier die Lichter. Wobei, gut. Vielleicht möchte der TSW, dass wir das so machen. Kontaktieren Sie den Fahrdienstleiter, um das Nebengleis zu verlassen. Machen wir. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Super, wir dürfen fahren. Ich ziehe noch mal ganz kurz die Bremse an, weil wir noch nicht fertig aufgerüstet haben. Und zwar stellen wir einmal hier vorne noch die Beleuchtung auf 2 und Zugschluss auf 2. Nee. So. Nö, dann so. Zugbeleuchtung können wir auslassen, Zugsammelschiene aus. Der Rest passt soweit. Instrumentenbeleuchtung können wir noch hochstellen. Fahrplanleuchte. Weiß ich nicht genau, wo man die überhaupt anmachen kann, ehrlicherweise. Die Fahrplanbeleuchtung. Irgendwo geht sie schon an, aber wo genau, das weiß ich jetzt auch nicht. Naja, so, dann sind wir jetzt soweit abfahrbereit. Machen uns vielleicht noch das Licht an. Lösen die Bremse und hören mal hin, ob wir neue Sounds haben. Also, nö, Sounds scheinen die alten zu sein. Und vor allen Dingen habt ihr es gesehen beim Anfahren, da ist die Lok so ein bisschen gesprungen. Das ist sehr, sehr schade. Hallo, liebe Lok? So. Immer hier schön auf die Signale achten, auf der linken Seite.
Habe ich schon oft genug. Halt sein Signal hier auf der Arosa-Bahn überfahren, weil ich auf die falsche Seite geguckt habe. So, und dann werden wir gleich die Lokbremse nutzen, um ein bisschen runter zu bremsen. So. Da habt ihr es gesehen, diesen sprunghaften Anstieg der Leistung. Ich hoffe, das passt zum Kuppeln. Ich glaube schon. Genau, das passt soweit. Ja, diese Wagen hier sind neu, ne? Diese Schüttgutwagen, diese FAC-Wagen. Die sind auch, glaube ich, interaktiv. Hier können wir die Frachttüren öffnen und schließen. Das müssen wir, glaube ich, gleich während der Fahrt noch machen. Aber schauen wir mal. An einem Terminal halten. Aber Moment mal, sollte ich jetzt. Fahr ich jetzt rückwärts? Ist das jetzt? Okay, also der fährt jetzt hier aus. Auch nur mit zwei Wagen beladen hier. Also wir haben auf jeden Fall ein haltzeigendes Signal und zwar anscheinend das hier. Ne, aber wir sollen schon in die Richtung fahren, ne? Aber wie machen wir denn das? Naja, machen wir einfach mal. Aber da ist das Signal zeigt doch Halt. Das sagt doch, dass das Signal Halt zeigt. Ist das hier für uns? Nee, ne? Aber das ist grün. Das ist aber auf Halt stehend. Das ist grün. Jetzt weiß ich nur nicht, in welche Richtung. Also, sorry, ich bin verwirrt. Instructions unclear. Aber ich mach das jetzt einfach mal. Ich fahre jetzt einfach mal in die Richtung. Ich weiß nicht, ob der TSW das jetzt von mir möchte, ob das Szenario das so möchte, aber mal schauen. Nee, das geht. Aber okay, anscheinend fahren wir jetzt rückwärts, was ich für sehr gefährlich halte. Dementsprechend stelle ich mich mal jetzt hier auf diese Rangiererposition hin. Aber gut, vielleicht müssen wir diese Wagen dann irgendwie rückwärts in dieses Schüttgut-Terminal reinbringen. Wir dürfen auch mit 30 ausfahren. Das machen wir jetzt auch mal. Bergab, dementsprechend ein bisschen hier reinbremsen. Okay, einmal hier in diesen weirden Tunnel rein. Ah, wir werden sehr schnell. Ich komme hier leider nicht mehr rein in den Tunnel. Also müssen wir jetzt tatsächlich einfach hier im Dunkeln fahren. Bisschen gruselig ist das schon, ehrlicherweise. Mit dem Mini-HUD ist es natürlich sehr, sehr schwer, seine Geschwindigkeit zu kontrollieren. Aber das ist auf jeden Fall jetzt äußerst herausfordernd, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, to be honest. Dass wir hier rückwärts jetzt fahren sollen, weiß ich jetzt nicht, ne? So, ich glaube, das passt so mit der Bremsleistung ganz gut.
So. Und da vorne müssen wir auch schon anhalten. So, ich hau mal jetzt alles rein, was wir an Bremskraft haben. So, ich löse nochmal die Zugbremse. So, wir rollen jetzt einfach nur. Also ich muss sagen, die Sounds von den Wagen sind gar nicht so schlecht, oder? Also es klingt irgendwie nicht unpassend. Ja, ja, ja. So, ich glaube, jetzt können wir halten. So. Und jetzt müssen wir aussteigen und zur Weiche. Schauen wir mal, dass wir den Zug noch vielleicht sichern, dass er nicht wegrollt. Ja. Hm? Okay, das hier ist dieses Schüttgut-Verladeterminal. Interessant. Jetzt müssen wir die Weiche hier umstellen und dann müssen wir dort vermutlich halten. Was ist denn mit der... Ist die Weiche? Ah nee, ich dachte, die ist nicht gerade, weil von dem Winkel sieht so ein bisschen aus, als sei diese... Weiche, sage ich schon, die der Bahnübergang, als sei das schief. So, einfach mal abkuppeln und rollen lassen und schau mal, was passiert, ne? Eigentlich können wir auch mal hier die Lichter ausschalten. Ah ne, da ist aber unsere Instrumentenbeleuchtung dann aus. So können wir die Instrumentenbeleuchtung only einschalten. Achso, die Lokbremse ist noch. So, jetzt rollen wir wieder einfach nur. Und rollen schon sehr, sehr, sehr schnell. Stück. Boah. Noch ein bisschen. So. Wir halten an. Öffnen Sie die Frachttüren. Machen wir mit Vergnügen. Dann mal schauen, dass kein Zug kommt. Super. Die Frachttüren. Einmal dann hier hinaufsteigen. Und das finde ich ganz cool, dass die Wagen hier interaktiv sind. Na? Hallo? Geöffnet und dann sehen wir, wie hier tatsächlich der Gleisschotter da rausfliegt. Ja, die Animation ist ein bisschen wack, to be honest. Aber okay. Was noch? Die auch. Die auch? Nö. Ja, wobei, das sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Ich kann davon vielleicht einmal ein Foto machen. Nur um das mal irgendwie festzuhalten. Mir wurde in den Kommentaren geschrieben, dass ich aufhören sollte, vielleicht so viele Fotos zu schießen. Nehme ich mir zu Herzen. Ich versuche maximal eins vielleicht pro Fahrt da noch zu schießen. Aber seht es mir nach, ich brauche auch ein Thumbnail. Und idealerweise ja eins, das irgendwie während der Fahrt entstanden ist. Von daher finde ich das irgendwie ganz cool, wenn das irgendwie sowas ist, ne? Ja, gut, also... Ja, weiß ich jetzt nicht, aber... Aber cool, dass die Wagen auf jeden Fall so eine gewisse Funktion haben, ne? Dass sie jetzt
interaktiv sind. Das hat mich schon immer, fand ich schon immer am im TSW ganz cool. Auf der anderen Seite sind die halt auch, ne? Das sehen wir da. Und bei dem Wagen müssen wir das auch machen. Und auch ein netter Sound, wie der Gleisschotter da raus geht. Na? Was ist eigentlich das hier? Weiß ich gar nicht. Aber wir sollen warten, bis das Schüttgut entladen ist. Alles hier irgendwie an einer Stelle entladen? Das soll alles hier entladen werden? Warum das denn? Schön wäre natürlich, wenn es jetzt hier so eine Animation gäbe, wie sich das auch irgendwie auftürmt, weil jetzt verschwindet das einfach. Ne? Ja, weiß ich nicht. Können wir auch hier die Treppen auf? Die Leiter? Nee. Können wir auch hier rauf? Ja. Können wir springen? Nee. Jetzt müssen wir wieder nach vorne fahren. Also vielleicht erstmal ganz kurz an den Führerstand gewechselt. Dazu dich einmal in Neutralstellung. Ja, nicht Notfall, aber volle Leistung. Volle Leistung. Einmal auf 0 oder so der aus. Ja, wobei hier können wir eigentlich dreimal rot schon mal einstellen. Ne, können wir gar nicht. Na egal, lassen wir das so. Vorstandsbeleuchtung können wir ausmachen. Aber einmal ganz kurz noch geguckt. Noch irgendwas anderes. Genau den einmal auf 0% gestellt. Beziehungsweise auf aus. So. Und jetzt können wir auch den Hauptschlüssel entfernen. So. Und dann können wir jetzt den Führerstand wechseln. Noch das Licht einmal aus. Sonnenblende runtergeklappt. Na? Was ist denn los mit der Sonnenblende? So. Na gut. So. Lassen wir das. Zu hinsetzen, Licht an, Hauptschalter, Fahrtrichtungswender, so den schon mal lösen, Zugschluss auf Rot, Fahrberechtigung, ich glaube, den lassen wir bei 0 und die Zugbel die Lok hat vorne die Lichter an, sehr gut. Zugbeleuchtung auf aus, das bleibt alles weiterhin so wie gehabt. Und dann fragen wir mal beim Fahrdienstleiter, Fortfahren gemäß Signalbilder, dann dürfen wir fahren, ne? Also ich sehe zwar kein Signal voraus, das ist ja nicht für uns, ne? Nicht lumpen lassen. Ja, okay, also da das Szenario sich gegen Ende neigt, Rosa Aggregates oder Aggregat oder wie auch immer man das formulieren möchte, ist ein DLC, das eine Lok hat, die jetzt nicht fahren möchte. Why? Nicht nach hinten rollen. Lokbremse gelöst. Vakuumpumpe ist an. Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Warum fährst du jetzt nicht? Das sind die Scheibenwischer. Stillstandsmodus der Lüfter. Ist diese Uhr neu? War die schon immer da? Weiß ich nicht. Das passt doch soweit. Achso, ist der Stromabnehmer unten? Heben. So. Klappt das jetzt?
Hauptschalter schließen. So. Müsste eigentlich klappen. Da, wir haben Oberstrom, wird uns da angezeigt. Dann versuchen wir es nochmal. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Keine Leistung. Bitte nicht nach hinten rollen, lieber Zug. Ein paar Meter haben wir noch Spielraum, aber ich würde trotzdem gerne... Komm, wir machen die Vakuumpumpe mal an. Bringt uns bestimmt nichts, aber... Gehen wir einmal ganz kurz in den anderen Führerstand nochmal rein. Oh. Habe ich irgendwas vergessen? Handbremse ist gelöst. Der ist auf 0. Der ist auf aus. Vielleicht müssen wir die hier lösen. Oh, jetzt vielleicht? Ja, jetzt geht's. Sehr gut. Gut. Ja, so, also kommen wir nochmal so ein bisschen in Richtung abschließendes Fazit zu diesem Gameplay-DLC. Ne, das ist, wie gesagt, kein Log-DLC, das ist kein Strecken-DLC. Das ist halt ein Gameplay-Pack. Und was halt schade ist, die Physik, die Fahrphysik der GE442 hat sich nicht geändert. Die Einheitswagen, die mit Arosa dabei sind, sind auch weiterhin die gleichen. Auch da hat sich nichts geändert. Leider ist da weiterhin, muss man einfach so sagen, die Sounds sind einfach grottig schlecht. Die Fahrphysik von der GE442 ist schlecht. Die Szenerie hat sich nach wie vor nicht geändert. Also das sieht zwar hier so in der Nähe ganz hübsch aus, aber wenn man so ein bisschen in die Ferne guckt, in die Berge, jetzt sieht man es nicht, weil der Nebel da ist, aber auch da hat sich nichts dran geändert. Das sind alles Punkte, die, die geben dem Ganzen so einen faden Beigeschmack. Dementsprechend weiß ich nicht. Ich glaube, der Preis, das liegt bei 9,99 €. Und das ist doch recht viel dafür, dass es in Anführungszeichen nur 2 Repaints sind und halt ein paar Szenarien. Ja, also nichts, was man nicht irgendwie auch über den Editor oder sowas auch sich selbst bauen könnte. Ne, sowohl die Repaints als auch die Szenarien. Klar, die Wagen sind neu, das muss man da denen lassen, diese Schüttgutwagen, von denen ich sehr hoffe, dass sie auf der Berliner Bahn dann noch eingesetzt werden, weil das wäre ansonsten richtig schade. Andererseits weiß ich nicht, ob die in der Realität auch dort unterwegs sind, auf der Berliner Bahn, diese Wagen hier. Also die sind auf jeden Fall cool, auch so mit dieser Animation und so, ganz nice gemacht. Aber Arosa ist halt weiterhin Arosa, daran hat sich nichts geändert. Und daran hat auch leider dieses Pack hier nichts geändert. Also muss ich sagen, ja, muss man sich das kaufen? Weiß ich nicht. In einem Sale vielleicht, wenn man halt ein Fan ist von Schmalspur, dann kann man sich das, glaube ich, definitiv in einem Sale kaufen. Ansonsten für Leute, die eh nicht Fan großartig von Schmalspur sind, und sowieso schon nicht begeistert sind von Arosa, da muss ich wirklich sagen, lasst es lieber sein. Das lohnt sich dann eher so nicht, würde ich behaupten. Also es ist irgendwie... Ja, ich weiß nicht genau, was Rivet Games mit diesem Pack wollte. Klar, so ein bisschen zusätzliches Gameplay, aber... To be honest, das ist nicht das, was die Leute wollten von der Arosa-Bahn. Die Leute wollen halt vielleicht gescheite Sounds haben und so. Und man hätte vielleicht einfach da die Zeit darin investieren sollen. Und da muss ich sagen, es ist eine vertane Chance, so ein bisschen. Also so fühlt sich das ehrlicherweise an, auch wenn das irgendwie ganz nett jetzt hier war, mit den Wagen hier hin und her zu rangieren und so. Aber das ist, ja, eine nette Sache, aber ehrlicherweise mehr auch nicht. Der steht ja immer noch hier, meine Güte. Naja, wie dem auch sei, nett ist es irgendwie trotzdem. Also hat jetzt auch schon Spaß gemacht, muss ich sagen, hier so ein bisschen hin und her zu fahren mit den Wagen.
Ne? Ist irgendwie ganz cool. Aber ja, es ist halt. Also die wenn wenigstens die Fahrphysik der GE442 geupdatet gewesen wäre, ne? Also wenn es wenigstens nicht mehr diesen sprunghaften Leistungsanstieg gegeben hätte in der ersten Fahrstufe, dann würde ich sagen, ja, nice Sache. Ne? Aber so muss ich wirklich sagen, für Hardcore-Fans irgendwie von Bernina und oder von der RHB, von Schmalspur, von der Schweiz, go for it. Ich glaube, die Szenarien sind auch cool gemacht. Ne? Das weiß man ja von Rivet Games. Die machen immer kreative und coole Szenarien. Aber wenn einem das insgesamt nicht wert ist und man sowieso mehr Wert legt auf Fahrplan und auf eine schöne Gestaltung der Strecke und so, dann ist es halt eher weniger empfehlenswert. So, ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. Aus diesen Infos jetzt. Ihr habt jetzt gesehen, vielleicht fahren wir auch noch ein anderes Szenario von dem Pack. Aber dann könnt ihr auf jeden Fall ja auch selbst entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Und gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, ob das Szenario jetzt hier endet. Nee, noch nicht ganz. Wir müssen noch ein bisschen abkuppeln und so. Oh, wir müssen noch ein ganzes Stück fahren. Oh. Schauen wir mal. Ich dachte, das endet jetzt hier, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. So, abkuppeln machen wir diesmal mit der Kamera. An einem Ort anhalten, einmal Stellwerk kontaktieren, Fortfahren gemäß Signalbilder. Okay, hier das Rangiersignal zeigt uns, dass wir fahren dürfen. Dieses Zwergsignal dort. Aber wir können nicht fahren. Oh doch. Achso, übrigens zu den Repaints. Habe ich das zu Beginn gesagt, dass die Farbe des Repaints falsch ist? Dass die rote Front in echt eigentlich gar nicht so rot ist, sondern... Dürfen wir fahren? Ich hoffe schon. Okay, gut. Ja, also, dass das in Realität gar nicht rot ist, sondern eher so ein Orangeton hat und da einfach das Repaint leider die falsche Farbe hat. Falls ich es nicht erwähnt habe, jetzt habe ich es erwähnt. Ja. Hier auch noch diese Wagen, diese Holzwagen, die es schon im Base-Game mit dazu gibt, also ne, mit der Strecke. Wo ich mich bis heute frage, warum die eigentlich nie im Fahrplan eingesetzt wurden. Die gibt es halt nur wirklich in Szenarien zu fahren und das verstehe ich nicht so genau. Aber ich hoffe, dass auch die vielleicht in Bernina dann wenigstens wieder auftauchen. So, ein bisschen Leistung aufgeschaltet. Und einmal hier ins Depot rein rangiert. So, einmal angehalten. Ziel erfüllt. Oh. Müssen wir jetzt den Führerstand wieder wechseln? Anscheinend. So, den in Neutralstellung. Den auf Aus, der auf Aus. Den auf Lösen. Führerstandsbeleuchtung aus und rüber gestapft. Ich bin zu dick, ich komme nicht durch. Einmal wieder zurück, warum auch immer wir so weit nach hinten fahren mussten. Er schließt sich mir jetzt nicht so ganz, aber... It is, wie it is, ne? So, was ist jetzt hier los? Fahren wir gegen eine angezogene Bremse an? Lösen, lösen. Gelöst. Okay, anscheinend ist eine Bremse angelegt.
Och Mann. Och. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Rangieren wirklich hasse? Also verstehe ich nicht. Die Menschen, die am Rangieren Spaß haben, ne? Du bist gelöst. Du bist auf neutral. Du bist gelöst. Du bist gelöst. Du bist auf aus. Lösen. Lösen. Ich heb nochmal den richtigen Stromabnehmer. So. Wir haben Fahrdrahtspannung. Gelöst. Okay. Ich verstehe nicht so genau, welche Bremse da jetzt noch angelegt ist. Der ist auf vorwärts. Gelöst, gelöst, gelöst. Okay, jetzt geht's. Hä? Ich habe nichts anderes gemacht. So, unser Zwergsignal sagt, dass wir fahren dürfen. Über diesen Bahnsteig fahren, heißt also, sie fahren weiter. Und halten nach vorne. So. Jetzt müssen wir nach hinten fahren, um anzukuppeln. Müsste reichen an Schwung. Und dann können wir die E-Bremse nutzen. Jawohl, also da muss ich sagen, weich wie Butter angekuppelt. Und jetzt müssen wir den Zug noch dahin schieben. Okay, dann dürfen wir. Gehen mal wieder hier auf die Rangierposition. Und fahren los. So. Auf geht's.
dürfen 30 fahren, als ob wir tatsächlich so schnell fahren dürfen. Also ich muss sagen, Sounds von den Wagen irgendwie ganz nett. Hätte ich schlechter gedacht. Da jetzt da nach vorne hin. So. Auf geht's. Na, unser kleines Zwergsignal sagt, wir dürfen fahren. Hier ist noch eine Kamera aufgestellt. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Warum müssen wir denn jetzt noch hier hin und her fahren? So, aufpassen, weil hier vorne ist ein haltzeigendes Signal. Sollten wir idealerweise nicht überfahren. Ich hoffe mal, das passt. Das passt. Und was nun? Müssen wir wieder nach hinten fahren. Es ist ein Hin- und Her-Gefahren, ne? Es ist ein Hin- und Her-Gefahren. Fortfahren gemäß Signalbilder. Gut, wir dürfen fahren. Ne? Zwergsignal da. Anscheinend dürfen wir jetzt an diese Wagen dort ankuppeln. Das sind alles automatisch gestellte Weichen zum Glück. Ne, doch nicht. Hier ist auch eine Handweiche. Ja, gucken wir nicht zu sehr auf die Berge. Vielleicht ist jetzt der Puffer kaputt, aber naja. Einmal ganz kurz Leistung aufgeschaltet und ja. So. Und jetzt müssen wir die dahin bringen. Sind wir übrigens auch schon mal gefahren? Diese Wagen hier, damals in einem Szenario von Tom Fresco, sind wir da mal einen Güterzug lang gefahren. Einmal hoch den Berg. Ja, interessante Abendstimmung auf jeden Fall hier. Wir müssen echt viel noch hin und her kuppeln. Ich weiß ehrlicherweise nicht, warum wir so viel rumrangieren müssen. Abkuppeln. Jetzt müssen wir dann nach vorne hin.
Moment mal, einmal ganz genau angeguckt. Also, was müssen wir denn eigentlich machen? Also, dann müssen wir dann nach vorne hin, dann müssen wir wieder nach hinten hin, müssen vermutlich die anderen beiden Wagen ankuppeln, die wir gerade nach hinten gebracht haben. Bringen die dann irgendwie hier so dahin und müssen dann wieder hier hinten ankuppeln und dann ist das Szenario vorbei. Also wir müssen im Grunde genommen diesen Güterzug hier mehr oder weniger zusammenstellen. Ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir jetzt aber genug gesehen von diesem Szenario, von diesem Hin- und Hergekuppel. Das kann sich ja keiner auf Stunden angucken. Ja, ne, also Arosa Aggregates, das Gameplay-Pack ist jetzt draußen. Wen es interessiert, ne, der kann sich das halt kaufen und wenn nicht, der halt nicht. Ist, glaube ich, jedem und jeder selbst überlassen, aber ich wollte es euch ein bisschen auf jeden Fall zeigen und vorstellen. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.